Hallihallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Talk. WoW Add-on. Denn um 18 Uhr, das heißt vor knapp 3,5 Stunden, wurde das neue WoW Add-on geleakt, und zwar Legion. Einfach nur Legion. Legion, Legion. Und dafür habe ich mir diese drei komischen Menschen, die in so einer ganz, ganz unbekannten Gilde sind, reingeholt. Und ja, wir werden ein bisschen über das Add-on sprechen, was alles angekündigt wird. Hauptsächlich über die Geschichte. Wenn ihr irgendwas am Gameplay interessiert, dieses coole PvP-System und so, dann geht ihr ganz schnell wieder, bitte. Da, ja, hallo. Das. Hallo. Wenn die anderen nicht mehr reden. Doch, hallo. Jaui! Patata. Ja. Ich finde, wir sollten hier über das Gebiet fliegen, weil es voll cool aussieht und so. Und sehr gut zum Add-on passt. Ja. Die Geschichte des Add-ons. Der gute Gul'dan ist durch unsere Zeitlinie gekommen, durch das Portal wegen Legion, hatte einen Pakt und wurde in unsere Welt geschleudert und besucht die verheerten Inseln. Dies ist eine Insel, die der gute Gul'dan in Warcraft 3 aus dem Meer gehoben hat. Ja, natürlich ein alternativer, also unserer Gul'dan, und der Alternative besucht diese Insel jetzt in unserer Zeitlinie. Ziemlich verwirrend. Jedenfalls macht er das und versucht damit, die Legion in unserer Welt zu beschwören. Dazu hilft er, befreit er in einem sehr, sehr merkwürdigen Cinematic Illidan. Und ja, warum er das auch mal tut, fragt mich nicht. Ja, er versucht dort Sargeras und die brennende Legion zu beschwören. Khadgar fungiert sozusagen als Wächter, der die Welt mal wieder retten muss und versucht die Völker zu warnen. Das sieht man sehr gut im Reveal-Trailer. Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber da sagt er das halt. Und er versucht halt, die Horde und Allianz zu warnen und die auf die brennende Legion vorzubereiten. Und wir versuchen nun, die brennenden Legionen aufzuhalten und mit Titanartefakten das Portal, in dem die brennende Legion kommt, zu schließen. Ja, was sagt man dazu? Die brennende Legion wird anscheinend viel, viel stärker sein als im Krieg der Ahnen und viel, viel präsenter und viel, viel mehr sein. Und vor allen Dingen auch stärker und alles. Der Pre-Patch wird auf diesem kleinen Gebiet spielen, was sich, wo ist es? Der verheerte Strand nennt. Dieses Gebiet wird für kurze Zeit halt ein Pre-Event machen und dort soll es sehr, sehr viele Verluste geben. Unter anderem hoffen wir, dass Thrall und Tyrion stirben. Ja. Ich würde mal sagen, ich lasse euch erstmal sagen, was ihr von diesem ganzen Thema haltet. Und danach kommen wir mal zu den Hauptcharakteren, die in diesem Add-on präsent sein werden. Also, wer will vielleicht anfangen? Fang du an. Okay, also ich muss sagen, mir gefällt das alles schon sehr, sehr gut. Und ich finde, es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Potenzial. Und es dreht sich nicht um Orks, bis auf Gul'dan und so, aber es gibt halt einfach keine Orks mehr. Auch unter den Hauptpersonen und so gibt es kein Thrall, was mich sehr beruhigt. Und ja, die neue Klasse der Dämonenjäger wurde ja auch schon von vielen Leuten gewünscht. Und endlich hat das auch ins Spiel geschafft, wobei ich schon im Forum viele Beschwerden gelesen habe, die aber irgendwie alle, naja, unnötig sind. Und eigentlich nicht. Und naja, der Rest, der kommt eigentlich noch, wo ich großartig noch was sagen wollte. Gut, wollt ihr noch was sagen? Also, schlimmer als WoD kann es sowieso nicht werden. Und ansonsten, ich freue mich schon auf den Dämonenjäger, weil das halt echt so aussieht wie der Meuchler in Wildstar. Und der viel Spaß macht. Das stimmt. Sehr aktiv. Und es gibt den fucking Doppeljump, okay. Der ist der Beste. Der gejubelt. Sebo, irgendwas?
Ja, Dämonenjäger definitiv. Mein Favorit vorerst. Vorerst. Wenn er denn gut wird. Scheint aber bisher auch so. Und zur Geschichte, dass Gul'dan in unsere Zeit reist, kann man machen. Findest du jetzt nicht schlimm? Ja. Es ist halt eine gute Überleitung, das muss man auch ehrlich sagen. Auch vielleicht den Potenzial des Charakters vielleicht richtig erkannt. Wenn die jetzt es immer so eine Überleitung machen, wird das nächste Add-on höchstwahrscheinlich mit Azure zu tun haben. Aber das wird werden wir später nochmal ein bisschen ausdiskutieren. Zum Dämonenjäger. Ich fände es schön, wenn nicht nur die Elfen Dämonenjäger werden können, sondern auch Menschen, weil dann habe ich eine bessere RP-Geschichte. Ja, aber Elfen sind toll. Jedenfalls, ich finde, sie haben sehr, sehr viel Potenzial in der Story. Hatte Worlds of Draenor tatsächlich auch wenn es natürlich Redcon ist, was sie dort im Großen und Ganzen betrieben hatten, hatten sie doch einiges an Potenzial, haben es aber irgendwie nicht genutzt. Und ich hoffe wirklich, dass Blizzard aus Worlds of Draenor gelernt hat, vor allen Dingen durch die Geschichte und dass das jetzt alles so klappt, wie ich es mir in meinem Träumen und in meinem Hype vorstelle. Ja. Die Hauptcharaktere. Ich fange mal mit Maiev an. Maiev hat nach Illidans Tod seine verdammte Leiche mitgenommen, um seine Seele weiterhin zu quälen. Ja, diese hat sie im Hauptquartier der Wächter eingeschlossen, um, ja, sie zu quälen. Maiev ist ein super interessanter Charakter, ist, auch wenn sie sehr, sehr übertrieben ist und auch geschrieben ist, finde ich eins der stärksten Frauenbilder in WoW, die es auch irgendwie sehr wenig gibt, weil die irgendwie alle ein bisschen Dachschaden haben. Aber ich finde es sehr, sehr gut, dass die wieder eine Rolle spielen wird. Auch ihr neues Modell sieht sehr gut aus. Vor allen Dingen finde ich, die Rolle, die sie spielen wird, die sie höchstwahrscheinlich spielen wird, nämlich wieder auf der Jagd nach Illidan zu sein, ziemlich interessant, dass sie natürlich ihn wieder jagen wird, obwohl er ja uns höchstwahrscheinlich helfen wird, so wie ich es interpretiert habe. Freut mich, dass sie wieder mal kommt und wieder mal ihren Wahnsinn raushängen lässt. Ja, sie Vivian. Jagt Illidan. Hm? Illidan. Illidan wird seltsamerweise von Gul'dan befreit. Und das sieht man in so einem kleinen, schönen Cinematic. Und die Frage stellt sich jetzt natürlich, warum wird er von Illidan, von Gul'dan befreit? Möglicherweise wirklich, weil Gul'dan sich besser im Labyrinth des Grabmal von Sargeras auskennen möchte und deswegen vielleicht Illidans Gedächtnis braucht oder irgendwie Sachen, die er vielleicht möglicherweise weiß und andere nicht. Vielleicht möchte er auch seinen Schädel der alternativen Realität haben, den er vielleicht auch noch hat. Wäre aber witzig, wenn Illidan am Ende den Schädel von Gul'dan nimmt und dann einen zweiten Schädel hat. Das wäre cool. Kann muss man halt dazu noch was sehen. Sagen? Kann ich kurz noch dazu was sagen? Jo, klar. Also, ich finde, das ist eigentlich sogar noch ein Muss, dass Illidan noch diesen Schädel hat, weil ich denke, erst so konnte Gul'dan ihn wirklich aufspüren, weil ich glaube auch nicht, dass man einfach, klar, Gul'dan ist vermächtig und so, aber durch einfache Magie, in Anführungszeichen, da jetzt den aufspüren kann, weil ich kann mir vorstellen, dass die Wächter auf jeden Fall da auch noch irgendwelche Barrieren oder so eingerichtet haben. Könnte sein. Ich habe euch verloren. Wo seid ihr? Ja, da schwebt jemand. Warum seid nicht ihr? Komisch. Jedenfalls, ich glaube, vielleicht benutzt auch wirklich, hat der gute Gul'dan bemerkt, dass er vielleicht das nicht alleine schaffen kann, die brennende Legion zu schaffen. Da denkt er, wer ist halt mächtiger als ich? Nochmal ich. Deswegen wollte er den Schädel klauen. So richtig egoistisch. Oh ja. ja. Xavius. Xavius ist ein altbekannter Diener Al'Jaras, der ich glaube, der Hauptkammer
Diener von Königin Elgera war. Dieser wurde im Krieg der Ahnen zu einem Satyr und später von Malfurion in einen Baum verwandelt. Diesen Baum schlug so tiefe Wurzeln, dass er bis nach in den Smaragdgrüntraum und den Riss von allen reichte und da das den Smaragdgrünen Albtraum entdeckte, weil höchstwahrscheinlich dort der alte Gott Enzhoff drinne ist. Jedenfalls kommt dieser wieder und versucht, den smaragdgrünen Albtraum zu verbreiten. Das kann man sich sehr, sehr gut vorstellen. Er ist auch kein Baum mehr. Ich stelle mir das Gebiet, in dem er ist, so vor, dass er halt als Baum über allem thront, so wie bei The Witcher mit den Mumen, weil in den, wo die ihren Hexenzirkel oder Hexensabbat, was die da feiern, gemacht haben. Da gibt's in einem Gebiet einen Baum, der das ganze Gebiet dominiert, den man schon etliche Meilen weit entfernt sieht, und genau so stelle ich mir das vor. Jedenfalls wäre es ziemlich geil, wenn es so kommen würde. Der gute Xavius hat auch ein paar Gebiete in den smaragdgrünen Traum geöffnet, das heißt, wir können zum allerersten Mal in dem smaragdgrünen Traum spielen. Dort wird es auch eine Schlachtzugsinstanz geben, von der ich später noch erzählen werde. Ja, es ist ziemlich geil, dass ja auch die alten Götter wieder eine größere Rolle in diesem Add-on spielen, denn Xavius ist natürlich ein Diener des alten Gottes und seine Satyren verbünden sich anscheinend mit den Naga, die auch an diesen verheerten Inseln leben. Und dann kommen wir zum nächsten Hauptcharakter, also die Hauptcharaktere, die ich hier nenne, sind auf der offiziellen Website vermerkt. Die stelle ich dann in die Beschreibung. Gezeitenherre, also wollt ihr dazu noch was sagen? Nee, alles okay. Gut. Gezeitenherrin Atissa. Ja, die befehligt halt die Naga und würde jeden Befehl von Ejelba ihr von den Augen ablesen und verbindet sich mit den Nagern und weiterer Einfluss der alten Götter. Finde ich alles ziemlich geil. Ja, ihre fanatische Hingabe sollen sie anscheinend einzigartig machen und ja, sie suchen halt auch die Titanenrelikte, höchstwahrscheinlich um die Ketten ihres Meisters zu sprengen, schätze ich jetzt mal, des alten Gottes Enzhoff. Anduin. Anduin sieht im Trailer und als Modell sehr, sehr anders aus. Er sieht sehr, sehr älter aus und hat einen coolen Zopf, obwohl seine Haare irgendwie ziemlich komisch aussehen, weil die sehr, sehr lang sind. Ja, irgendwie kriegt aus seiner Beschreibung kommt es mir so vor, als würde Varian sterben. Denn in seiner Beschreibung steht, Kronprinz Anduin von Sturmwind ist weiser, als sein Alter vermuten lässt. Wiederholt hat er Konflikte diplomatisch beigelegt und könnte sogar seinen säbelrassenden Vater überzeugen, die Waffen im Interesse des Friedens ruhen zu lassen. Diplomatie hat jedoch ihre Grenzen und mit manchen Feinden kann es einfach keinen Kompromiss geben. Den wahren Preis des Friedens wird Anduin angesichts der brennenden Legion und ihrer Vernichtungspläne für Azeroth erfahren und auch, ob er bereit ist, ihn zu zahlen. Das klingt sehr, als würden sehr viele Leute, die ihm lieb geworden sind, sterben, und es müsste er die Last dafür tragen, dass er halt möglicherweise daran schuld sein könnte. Das bringt mich auf zwei Theorien. Einmal, dass am verheerten Strand laut Blizzards Aussage sehr, sehr viele Verluste geben wird. Also könnte auch Varian darunter fallen, dass er halt der neue Anführer von Sturmwind wird. Und auf ein zweites lässt sich das schließen, was ich mir mehr oder weniger zusammenreime, weil irgendwie mehrere Sachen darauf schließen lassen. Und zwar hört sein guter Vater Varian möglicherweise nicht auf Khadgar und greift die Verlassenen an, die Gilneas besetzt haben. Denn in Gen Graumenes Charakterbeschreibung steht, dass die Verlassenen tatsächlich Gilneas erobert haben, was bisher so explizit noch nicht gesagt wurde. Deswegen haben sich auch viele Leute darüber gestritten. Gen hat ein neues Charaktermodell und spielt deswegen höchstwahrscheinlich eine größere Rolle. Und seine Charakterbeschreibung ist halt sehr kryptisch, dass er halt viel verloren hat und. Aber sich so der Allianz verschlossen hat, dass er halt alles dafür tun würde, dass die ganz, ganz toll wird. Also möglicherweise greift Varian tatsächlich mit
den guten Gelnern und der Allianz die Verlassenen in Gelnärs an. Mal wieder. Höchstwahrscheinlich. Dann kommen wir auch gleich zu der guten Sylvanas. Ich lese euch jetzt mal die Quellbeschreibung vor. Die rücksichtslose Anführerin der Verlassenen ist eine ernstzunehmende Streiterin für ihr Volk. Doch mit der Ankunft der brennenden Legion steht für die dunkle Fürstin mehr auf dem Spiel denn je. Sollte Sylvanas fallen, wird ihr Tod der Beginn ewiger Verdammnis sein. Von diesem Schicksal trennen sie nur ihre Walküre, von denen ihr jedoch nur noch wenige verbleiben. Der Untergang rückt stetig näher und Sylvanas muss sich entscheiden, wie weit sie gehen will, um ihr Volk zu beschützen. Und ob dieses ihr wichtiger ist als ihre eigene Seele. Das schließt auch wirklich auf einen Kampf zwischen der Allianz und Sylvanas, meiner Meinung nach. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Könnte sehr, sehr spannend werden. Sehr, sehr plotlastig. Denn es gibt ein Gebiet, also das spoilere ich jetzt ganz kurz, und nehme ich vorab, in das die guten Vreykühl gehen, um halt sozusagen, das ist ihr Valhalla, das ist so halt die Königsstätte der Vreykühl. Und dort gibt es anscheinend lebende Valküren. Das heißt, die untoten Valküre, die Arthas hatte und die jetzt Sylvanas dienen, sind nicht die ursprünglichen Valküre. Die ursprünglichen Valküre sind anscheinend Wesen, die sehr mit dem Licht verbunden sind und sehr mit den Titanen. Wir werden auf jeden Fall mehr über die rausfinden und möglicherweise könnte, also jetzt ist jetzt meine Interpretation, dass Sylvanas möglicherweise durch die Valküre von ihrem Untod geheilt werden könnte und vielleicht sogar eine Valküre wird. Dazu könnte die gute Velaria was sagen. Ja, also allererst, als ich mir diese Notiz durchgelesen habe, ich bin ja ein wahnsinniger Sylvanas-Fan und welche ein bisschen Stutdoll, es ist eigentlich wie Arthas für Valorn. Und also ich hatte zunächst halt schon so ein bisschen Bammeln, weil sich schon sehr danach anhören wird, als ob jetzt Sylvanas sterben würde und das wäre wiederum ein bisschen sehr doof. Und ja, wenn sie jetzt eine Valkyrie werden würde, wäre ich jetzt auch nicht so ein Fan davon, weil nicht mehr die Sylvanas, die wir alle kennen, hassen oder lieben. Und ja, aber wenn sie allerdings von ihrem Untod geheilt werden würde, wäre ja auch nicht so schlimm. Es wäre eine schönere Vorstellung auf jeden Fall. Aber es wäre auch ein bisschen seltsam halt eben für die Verlassenen, weil sie ja immer noch die Anführerin von Untoten ist. Und sie selber ist ja nicht mehr untot. Allerdings denke ich sowieso, dass es ein bisschen spannungslastiger wieder wird, weil Thuralion und Aleria wieder zurückkommen sollen. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Und ja, wer jetzt Kriegsverbrechen halt eben gelesen hat, der weiß ja halt, dass da halt schon mit Veresa und Sylvanas viel Plot gab und deswegen bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das alles weiterläuft. Vor allen Dingen könnte ich mir vorstellen, dass sie halt zwischen der Entscheidung steht, ob sie halt mächtige untote Valküre wird, Sylvanas bleibt, also wie sie jetzt ist, oder wirklich wieder lebendig gemacht wird. Das würde ich halt als guten Plot empfinden, weil ja sie sich entscheiden müsste zwischen ihrem Volk oder halt ihr eigenen Wohlergehen und Zusammenleben mit ihrer Schwester. Das wäre halt meine Interpretation. Kann natürlich alles ganz anders kommen. Das haben wir jetzt alles ersinnt. Dagul. Dagul, der Hochkönig, ich muss mal gucken, ob es wirklich so heißt, der Unterkönig, ist ein Drogbar. Ein Drogbar ist eine neue Rasse, die halb Troll, halb Ork, halb Fingernägelgespenst aussieht. Ich hab sehr, sehr komische Blüte auf dem Kopf. Ja, ich könnte ja mal die Charakterbeschreibung vorlesen. Jahrhundertelang lebten die Tauren und Drogbar-Stämme des Hochbergs in Frieden miteinander. Doch schon bald nach Ankunft der Legion machte ein Anführer der Drogbar namens Dagul, der Unterkönig, diesen Frieden zunichte und stahl ein mächtiges Artefakt, den Hammer von Katzgorov aus dem Besitz der Hochbergtauren. Mit der atemberaubenden Macht des Hammers trachtet der Unterkönig danach, die Kontrolle über den Hochberg zu übernehmen. Sehr, 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 sehr interessant.
Der Artefakt, also das Artefakt, der Hammer von Kasgorov. Kasgorov ist der Titan, der unter anderem die Berge von Azeroth machte und vor allen Dingen maßgeblich für die Erfindung der Irdenen da ist. Die Irdenen sind die Vorgänger der Zwerge. Und als Vorgänger der Zwerge könnte ich mir vorstellen, dass der gute Bran Bronzebeard, der Forscher, hier mit Dagul, der Unterkönigs, stark zusammenhängt, dass er vielleicht diesen Artefaktenhammer haben möchte. Und vor allen Dingen, dass er ihn nicht nur haben möchte, um als Artefakt auszustellen, sondern vielleicht, um Magni zu retten oder beziehungsweise zu befreien aus dem, wie nennt man das, aus der Diamantkristall, Form. Wirklich, das wäre ein sehr, sehr guter Plot, denn würde nämlich wieder Magni kommen, und ich mag Magni, und da es ja auch die Artefakte gibt, zum Beispiel den Aschenbringer, und man diesen in Eisenschmiede gefertigt hat und Magni als der beste Schmiedekünstler damaliger Zeit galt, könnte es ja sein, dass dieser wiederkommt und vor allen Dingen das Schwert neu schmiedet. Ja. Oder Tyrion einfach ins Gras beißt und wir das dann kriegen. Genau. Ja. Vor allen Dingen, es wundert mich wirklich, weil ja die silberne Hand wirklich wieder zurückkehrt, wenn man ja selbst als Spieler der Anführer der eigenen Klasse wird. Also nicht von der Rasse oder Fraktion, sondern von der Klasse. Also als Paladin halt der silbernen Hand. Er ist da zwar auch zu sehen, aber es ist kein Hauptcharakter, genauso wie Thrall, was vielleicht nach dem jetzigen Addon ein bisschen verwunderlich ist. Was ich vor allen Dingen gut fand, ist mit den Paladinen, dass man halt, ja, den Aschenbringer bergen muss und das ja auch sehr darauf anspielt, dass vielleicht Tyrion stirbt. Was? Hoffentlich. Und das ist Chris Metzen. Tyrion und Thrall werden nie sterben. Auch nicht an Altersschwäche oder so. Die werden wir noch in, keine Ahnung, 100.2 erleben. Okay. Jedenfalls hoffe ich das sehr. Und wie heißt denn der? Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Hier oben in Azeroth steht an Tyrs Hand diese Bruderschaft des Lichts. Und diese sieht man im Paladin-Trailer neben Lady Lyra dran sitzen, die beide ein silbernes Handwappenröckchen haben. Möglicherweise schließen die sich tatsächlich deiner Fraktion an, und wenn man die selbst steuern könnte, würde ich die voll auf die verlassen hetzen. Was? Nein, weil die auch sehr radikal sind. Würde mich freuen, dass die silberne Hand, vor allem der Agentum-Kreuzzug und etwas radikaler werden. Ja. Und dann würde ich mal sagen, wenn wir nichts noch mehr zu den Gul'dan, natürlich, der Gute versucht, Sargeras zu beschwören, versucht, die brennende Legion zu beschwören, oder hat sie bereits beschworen, und stirbt anscheinend in einem Raid. Ja, und ja, Sargeras ausgedient. Ist einfach nur fucking groß. Der ist so groß wie Azeroth. Es gab ein kleines Bild von Sargeras, wo er mit einem Schwert auf Azeroth haut und das fucking Schwert teilt den Planeten. Das sah so cool aus. Richtig cool. Also Sargeras ist fucking groß. ja. Ich würde dann jetzt zu den Gebieten kommen, die auch, warte, wie viele sind es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es sind 9 Gebiete. Und zwar, das erste Gebiet nennt sich Azuna. Ich muss mal kurz gucken. Karte auf. So. Das erste Gebiet nennt sich Azuna. Ist eine von Nachtelfen-Ruinen durchtriebenes Gebiet, was sehr das Feeling des alten Kalimdors einholen soll. Laut Blizzard. Hier sollen überall Nachtelfenruinen rumschwirren und von Nachtelfgeistern besessen sein. Und hier liegt die Brut eines sterbenden alten Drachenschwarms. Und zwar der Farbe Blau. Es könnte sein, dass das die Brut ist, die Krasus vor Maligos Wahnsinn gerettet hat. Und die wusste ja niemand, wohin Krasus sie gerettet hat. Möglicherweise tatsächlich auf diese Inselgruppe. Beim Ende des Kriegs der Ahnen rettet er sie jedenfalls auf diese Inselgruppe. Aber wie sie unter Wasser so lange überleben hätten können, fragt mich nicht. Vielleicht sollen ja in irgendeinem Portalraum extra gewesen sein. Von daher ist es schon möglich.
Ja, ich habe mir was anderes vorgestellt, dass die noch irgendwie irgendeine Einwirkung von der Drachenseele abbekommen haben und so und deswegen dann halt OP werden, beziehungsweise vielleicht ein einziges Drachenjunge und das wäre dann neuer Erdenaspekt und so, aber okay, dann Das halt so. könnte auch sein, denn die Drachen spielen auch in der neuen Erweiterung eine unerhebliche Rolle, aber sie sind doch sehr präsent anscheinend, weil sie zweimal erwähnt wurden. Valshara. Dieses Gebiet ist das Gebiet, wo die ersten Droiden ausgebildet werden oder wurden, damals im Krieg der Ahnen. Hier unterrichtete Cenarius Malfurion und wurde halt erster Droide der Nachtelfen. Es sieht halt sehr, sehr druidig aus. Und hier ist auch der Weltenbaum Shaladrassil. Dieser ist komplett verseucht von Xavius und vom Smaragdgrünen Albtraum. Xavius spielt hier eine erhebliche Rolle und ist maßgeblich für die Verderbnis verantwortlich. Ja, Titaneneinflüsse, Albtraumeinflüsse, man kann den Albtraum selbst betreten, Druidenlore. Und vor allen Dingen alte Götterlore. Der Hochberg. Hier leben Hochbergtauren, die die Titanen anbeten. Möglicherweise sind tatsächlich Tauren auch Titanenkonstrukte. Wird man hier vielleicht rausfinden. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Ja. Diese Tauren haben Elchhörner. Die haben fucking Elchhörner auf dem Kopf. Sieht ziemlich geil aus eigentlich. Sehr cool, wenn man das als Spieler auch machen könnte. Ja, es ist ein sehr wildes Gebiet und soll sehr hart sein. Ich stelle es mir wirklich wie Nagrand der von Waters of Draenor vor, wo halt sehr viele Elite-Kreaturen rumstapfen und halt auf Spieler warten, die sie umklatschen für Berufe und. Ein paar Weltbosse. Ja, dann würde das Gebiet schön würden. Vor allen Dingen ist das Gebiet, wo die Drukbar gegen die Tauren kämpfen. Und jetzt kommt das eigentliche Spannende an dem Gebiet. Hier ist das Sanktum und das Nest des alten Aspektes Neltharion, der später zu Todesschwinge wurde. Vielleicht finden wir hier noch unverderbte schwarze Drachen. Hier finden wir vielleicht den Einfluss der Todesschwinge wahnsinnig hat werden lassen. Und höchstwahrscheinlich wird Vration dort sein. So stelle ich mir das jedenfalls vor, weil das doch sehr passen würde. Wollt ihr dazu was sagen? Ja, also ich finde, Vorurian wird wahrscheinlich in diesem einen Dungeon halt eben kommen, der halt genau in diesem Nest eben spielt. Und Anduin, die werden sich dann halt sehen, da kommt Stüttelwuddel, Power, weil. Yaoi. Ja. Ganz viel Yaoi. Genau. Weil die sich ganz doll lieb haben, keine Ahnung. Und naja, ich denke, da wird auch das eine oder andere, dass, entweder Anduin in eine missliche Lage kommt und wahrscheinlich Furorion ihm irgendwie hilft, aber das halt nicht ohne Konsequenzen und die brennende Legion schlägt da halt ein. Bestimmt. Könnte ich mir auch so vorstellen. Vor allen Dingen ist ja auch der gute Vration eine Figur, die nichts in Schwarz und Weiß sieht. Vor allen Dingen nichts in Böse und Gut. Also weder Horde der Lanz ist gut, sondern er sieht eher das Große und Ganze, dass halt Azeroth gut ist und die brennende Legion und alle Einflüsse, die sie zerstören wollen, böse. Und ob man ihn selbst als böse einstufen kann, finde ich auch fraglich, da er ja trotzdem an Rettung der Welt beteiligt sein möchte oder wirklich darauf abzielt. Und ja, würde mich freuen, ihn mal wiederzusehen, den alten. Eigentlich ist er 3 Jahre alt, aber egal. Sturmheim, ein Gebiet, worauf ich mich wirklich freue, weil es sehr, sehr an Nordend erinnert, an so eine Mischung zwischen Heulender Fjord und Grizzlyhügel, meiner Meinung nach. Und vielleicht ein bisschen Sturmgipfel. Und an Diablo, an. Wie hieß das, Maldael? Hier bin ich. Wie hieß das Gebiet von Diablo? Diablo. Keine Ahnung, ich spiele gerade erst Diablo 3. Zero weiß das. Das mit den Engeln. Mit den Engeln.
Ja, ich kann mir keinen Namen merken. Egal. Jedenfalls sieht es ungefähr so aus. Wir sind enttäuscht. Also wirklich. Das sieht jedenfalls sehr nach Diablo aus und halt ja eine Mischung zwischen sehr vielen Komponenten von Blizzard. Ja, es ist sehr, sehr interessant. Hier sind die Walküren, die Vrykul und die Qualdir präsent. Es ist so etwas wie Valhalla für die Walkür und für die Vrykul. Diese sehen dieses All, also dort kommen nur die Stärksten, die Besten und die Schönsten von ihnen hin. Es ist wirklich so etwas wie Eden. Und hier leben tatsächlich die unverderbten Walküre. Und es soll sehr viel Lore über die Titanen hier geben, über die, wie sie entstanden sind, die Vrykul und Vrykul und sonst was cool. auf jeden Fall richtig cool. Cool, und vor allen Dingen auf, ja, war schlecht. Der war sehr gut. Der war gut. Der war schlecht. Ist egal. Es soll sehr halt auf die Geschichte der Walküre eingehen, was mich sehr brennend interessiert. Ja, und ich denke, dass die Qualdir hier auch eine größere Rolle spielen werden, denn ich denke, die bekämpfen die Vrykul und die Vrykul und die Walküre, denn sie sehen das wahrscheinlich als halt auch Eden an, aber ich denke nicht, dass die Qualdir aufgrund ihrer Wassergestalt, auf ihrer Art Verderbnis, kann man das auch nicht bezeichnen. Sie sind halt Unterwasserwesen und haben sich vielleicht irgendwann abgespalten von den üblichen Vrykul und ich denke, dass sie trotzdem dahin wollen, aber die Vrykul ihnen den Eintritt oder den Eingang verbieten und diese eine große Schlacht gegeneinander kämpfen. So stelle ich mir das jetzt persönlich vor. Und ihr so? Ach, und die beschützen Titan-Artefakt. Genau, also ja, ich sehe das eigentlich im Großen und Ganzen halt eben auch so und ich denke, dass da wahrscheinlich auch zum ersten Aufeinandertreffen der großen Entscheidung oder bestimmt auch wieder irgendwas mit Sylvanas kommt. Oh ja. Die soll sterben. Nein. Sie soll am Leben bleiben. Sturm, nein, Suhama. Nein, niemand mag Sylvanas. Ich okay, mag gehen außer Velaria. Ruhe. Aber ich mag Sylvanas auch. Nein, du magst Sylvanas nicht. Doch, mag ich. So, können wir jetzt auch weitermachen. Also, in Suhrama. In Suhrama leben irgendwelche bösen neuen Elfenart. Und wer hat's euch gesagt? Nein, die Artefakte beschützen, die auch von den Titanen sind. Sie sind unglaublich mächtige Magier, also mächtigere Magier, als wir sie jemals zuvor gesehen haben. Und sie haben sich natürlich der brennenden Legion angeschlossen. Und hier wird auch ein Raid sein, in dem der gute Gul'dan vorkommt. Genau, und die haben halt das letzte Titan-Artefakt, was wir unbedingt brauchen, um die brennende Legion aufzuhalten. Mehr wirklich Lore gibt es zu diesem Gebiet komischerweise nicht. Irgendwas mit Ezhelba soll in diesem Gebiet noch vorkommen und irgendwas mit Turalion und Aleria. Der verheerte Strand. Dort ist das Grabmal von Sargeras und dort beschwören sie die brennende Legion und Sargeras selbst. Ich schätze mal, mit Sargeras Avatar, der immer noch dort unten liegt, schaffen sie es irgendwie ein Portal zu erstellen, der mächtig genug ist, also oder annähernd so mächtig ist wie der Brunnen der Ewigkeit und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass sie dort halt auf lange Zeit Sargeras Rückkehr planen. Wenn das wirklich Sargeras war, der gerade den Azeroth gespalten hat, na dann gute Nacht, wenn wir es nicht schaffen. Ich glaube, das war sogar aber nur ein Fanart, aber auf jeden Fall wäre er dazu fähig. Oh ja, es sieht wirklich, also das Bild sah wirklich hammer aus. Bitte hier einfügen. Wenn ich es kriege, ich finde das nicht. Tal'Dranath. Tal'Dranath ist ein Gebiet, was man nur auf einer bestimmten Karte sieht, die Blizzard in der Gamescom angezeigt hat. Es ist ein wenig größer als die meisten Gebiete von den gebrochenen Inseln und man sieht einfach nichts drauf. Da ist einfach nichts. Da ist einfach ein Fluss, zieht sich da durch. Es könnte eine Dingsinsel sein, eine PvP-Insel, eine Insel, die in einem neuen Patch kommt oder. Irgendwie wurde dazu nichts gesagt, wurde nicht weiter erwähnt, ist nur auf einer Karte zu sehen. Ähnlich wie die paar Inseln Pharalon und so weiter auf Warlords of Draenor. Also höchstwahrscheinlich wird sie gar nicht kommen. Oder in irgendeinem Patch. So. Dann Dalaran.
Dalaran wird wieder die neue Hauptstadt. Feier ich ziemlich. Finde ich richtig geil. Dalaran war meine Lieblingshauptstadt. Nochmal zu sehen. Ein bisschen überarbeitet. Finde ich schön. Das Interessante dabei ist, Khadgar ist der neue Anführer von den Kirin-Tor und wird neutral. Hier hat Blizzard wieder etwas an der Geschichte etwas vergeigt, denn irgendwie wurde Jaina rausgeschmissen aus dem Kirin-Tor und irgendwie hat Crassus doch da irgendeine Bestimmung geschrieben, dass so eine neue Lady über Dalaran zum Glück führen wird und irgendwie hat Blizzard das nicht mehr im Kopf gehabt. Ich glaube, das stand in dem Buch, was man Kriegsverbrechen nennt und die da ganz gut geschrieben wurde. Naja, aber Jaina war halt eingeschnappt und deswegen haben sie halt gesagt. Wobei ich eigentlich gedacht habe oder sogar darauf gehofft habe, dass sie vielleicht wieder ein bisschen neutraler wird. Man kann sie auf jeden Fall nachvollziehen, wenn sie sagt nein, aber trotzdem bei der legendären Quest 3, zumindest auf Hordenseite wurde ja darauf schon angespielt, was macht die Horde hier und sie beteiligt sich ja auch bei der Verstärkung des Rings. Aber zu früh gefolgt. Ja, aber ich weiß auch nicht, das ist so, ja, weil die auch schon so eine Prophezeiung geschrieben hatten halt im Buch, ob das so gut ist, ob sie die jetzt gleich wieder rausnehmen, ich weiß auch nicht, das ist so unkonsequent, das ist ein bisschen komisch. Ja, und das letzte Gebiet wird Acherus sein, das schwebt da irgendwie auch rum, aber irgendwie steht nirgends, was das ist, warum die da sind und, also irgendwie ist das halt da, vielleicht das neue Gebiet der Todesritter. Ich habe jetzt würde doch gar keinen Sinn ergeben, wenn man Acherus, wenn die Todesritter ein neues Gebiet einfügen würden, weil Todesritter, keine Ahnung, warum brauchen die ein Gebiet? Also weil jede Klasse sein eigenes Gebiet bekommt, aber dazu kommen wir später. Also ich hatte ja zuerst darauf gehofft, dass die Silberne Hand zur Allianz geht und dass die halt Dalaran besetzen und dass dann die Allianzhauptstadt ist und dann die Ritter der Schwarzen Klinge dann halt zur Horde gehen und dass dann halt die zwei Hauptstädte werden, weil das irgendwie Sinn gemacht hätte, aber okay. Halt beide so. Städte schweben, das würde eigentlich sehr gut passen. Ja. Aber Blizzard hat sich anders entschieden. Das wäre auch, ich würde es zum Beispiel als Todesritterspieler auch nicht so cool finden, wenn die Ritter der Schwarzen Klinge oder, ich habe den Namen schon wieder vergessen, ich glaube Ritter der Schwarzen Klinge der Horde angehören, weil ich auf Allianzseite bin und wenn ich da jetzt eine Fraktion verliere. Aber es wäre halt sehr konsequent und auch der Story gegenüber, weil die Kirin-Tor haben sich halt der Allianz angeschlossen in Mist of Medaria, ganz, also komplett. Und jetzt sind sie wieder neutral. Ja, das ist wieder so. Also, ja, ich glaube, die Horde wurde jetzt immer bevorteilt. Jetzt darf die Allianz auch mal einen Vorteil haben. Ja, aber das ist so, genau deswegen macht Blizzard halt immer diese unkonsequente Lore und sie sollen halt machen, was sie möchten, aber doch bitte bei der Geschichte bleiben und nicht wieder alles umschreiben. Also, weil jetzt ja Khadgar Gefahr läuft, dass jetzt wieder irgendwelche Aufstände in Dalaran vielleicht wieder anfangen, weil ich denke, die Sonnenherrscher bleiben nicht da, wo sie jetzt die ganze Zeit waren. Die werden wieder nach Dalaran kommen. Das ist ja auch das Problem irgendwie, weil ich meine, das war einfach so ein Moment für mich persönlich als Allianz-Spieler, der für mich wirklich so, okay, scheiße, das hier ist geil. Also, das ist so, da passiert was. Da ist etwas, was sich auf längere Entfernung in der Story halt nicht rückgängig machen werden lässt. Und Blizzard tut jetzt genau dasselbe wieder. Das ist so, ich weiß auch nicht. Geschichte wiederholt sich. Ja. Bei Dalaran finde ich, dass Dalaran hat man ja schon viel zu oft gesehen, dass Blizzard Dalaran mal etwas ändern würde. Ja, überarbeiten auf jeden Größer. Fall. Schöner. Also auf jeden Fall überarbeiten sollten sie 100% machen. Das wäre sonst auch wieder Wiederverwurstung und. Und wenn der wieder irgendwie so einen Rausruf macht, wie Ronin mit Bürger von Dalaran spricht. Bürger von Dalaran. Richtet eure Augen gern Himmel, beobachtet aufmerksam. Ja, ich lese hier mal schnell die ganzen Dungeons vor. Ich werde nichts dazu sagen, außer ein paar Sachen zu Sachen, die mich interessieren. Also die 5 Spieler-Dungeons.
Halls of Valor. Black Rook Hold ist eine Festung von dem guten Schwarzhaupt, der im Krieg der Ahnen eine erhebliche Rolle spielte. Vault of the Wardens ist das Gefängnis, wo die gute Maiev Illidan gefangen genommen hat und sehr viele Dämonenjäger drin schlummern und vor allen Dingen auch die Wächter ausgebildet werden. Eye of Azera. das ist einfach Trolling von Blizzard. Das ist so gut. Das ist so gut. Weil ja ein Leak von WoW Eye of Azera hieß und das einfach von Blizzard genial ist, dass sie Blizzard das nehmen. Blizzard hat dieses Trademark angemeldet. Das ist die neue WoW-Expansion. Jetzt kommt eiskalt Eye of Azera raus. Wir haben zu schlapp gelacht. Das ist so geil. Dark Herd Thicket, also das sagt mir gar nichts, klingt irgendwie nach Goblins oder nach irgendwas Titanischem, was irgendwie verdunkelt wird, möglicherweise auch Smalgrüner Traum. Neltharions Lair, also die Brutstätte vom schwarzen Drachenschwarm von Todesschwingers, ja, da sind so seine Familie, seine Onkel, seine Tanten und. Hellheim, auf jeden Fall ein Vrakul-Dungeon. Surama City. Das klingt natürlich nach Surama halt. Das Gebiet brennende Legion. Violet Hold. Klingt nach dem hier. Dungeons. What of the Lich King? Irgendwie die violette Festung. Vielleicht sind dort wieder Gefangene der brennenden Legion, Dämonenjäger, irgendwelche Verrückten. Vielleicht ist dort auch Maiev drin und die versucht zu entkommen. Ich lass mich überraschen. Überraschen. Ja, die Schlachtzüge werden The Emerald Nightmare sein, die 7 Bossen zum Release bereits da sein werden. Hier wird höchstwahrscheinlich viel oder möglicherweise der alte Gott Enzoff eine Rolle spielen, würde mich jedenfalls glücklich machen irgendwie. Und Surama Palace, 10 Bosse. Ja, kommt einige Wochen nach Release, ist ähnlich wie der Schwarze Tempel anscheinend und gegen Gul'dan wird der Hauptboss. Ja, also und ich hoffe auf jeden Fall inständig, dass Blizzard diesmal ein bisschen kreativer ist mit den Bossen. Also klar, so waren kreativ, aber mal ganz im Ernst, überall war irgendwas immer und die ganze Zeit wiederholt, also wie der Boss in Hochland? Ja, genau. Hochfels. Hochfels mit Kromok und dann später in der Höllenfeuer-Zitadelle mit Kormrock. Das sind nicht mal die Namen kreativ. Und wir werden alle Raids machen. Oh ja, wir werden alles mythisch legen. Genau. Weltweit als erste Gilde. Genau, zu finden. Dann spiele ich meinen Paladin auf Tank. Aber dann kann ich keinen Aschbrüger nehmen. Du musst deinen Paladin nicht auf Tank spielen. Ich spiele meinen Paladin auf Tank. Das passt schon. Okay. Aber ich meine Dämonenjäger auf Tank. Ich spiele alles auf Tank. Ich spiele eine Gruppe aus Tanks. Und wenn wir 10er machen, müssen wir so 2 Tanks sein. Jedenfalls. Kommen wir jetzt mal zu den Artefakten. Ich würde hier gar nicht mal so, was die alles können, haben halt einen eigenen Skilltree. Sie sind halt Artefakte. Ich gehe wirklich mehr auf die Geschichte ein. Als Todesritter geht man zum Beispiel in den Thron des Lichtkönigs und nimmt die Artefakte von Frostmoon auf. Wie geil. Wird man dann auch wahnsinnig und hört man flüstern. Als Paladin nimmt man zum Beispiel vom vergessenen Strand das gefallene Aschenbringer auf. Möglicherweise stirbt hier tatsächlich Tyrion, weil er hat ganz eindeutig gesagt, dass es dort fallen gelassen wurde und man als Spieler dorthin zurückkehrt, um das Schwert aufzuheben. Ja, würde ich geil finden. Es gibt Optimierungen, dass die anders aussehen. Man kriegt den Doomhammer als Schamane. Möglicherweise stirbt da auch Trall. Man könnte auch träumen. Und einige von den alten Helden gehen in Ruhestand und überlassen uns halt ihre Waffen. Finde ich cool. Die Waffen werden ihren eigenen kleinen Skilltree haben. Und was man auch gesehen hat, es gibt optionale Skills. Nicht die, die man machen muss. Das ist ja vielleicht mehr Auswahlmöglichkeit.
Genau, und das Ganze nimmt halt sozusagen die Legendary Quest weg. Das heißt, anstatt die Legendary haben wir jetzt halt eben eine Artefaktwaffe, was ich ziemlich cool finde. Genau. Und man sieht ja auch, dann wird hier unten halt so ein kleines Button geben, wo dann halt die legendären Sachen drauf sind. Da klickt man dann halt drauf und kann den Skill Tree aktivieren. Finde ich cool. Finde ich auf jeden Fall cool. Genau, dann gibt es noch ein neues Ehrensystem. Genau, neues Ehrensystem, was so ähnlich ist wie bei Call of Duty mit Prestige. Wo man so halt auflevelt mit auch neuen Fähigkeiten, die ziemlich awesome sind. Achso, und zu den Artefakten, es wird 36 Artefakte geben, das heißt für jede Spezialisierung ein eigenes Artefakt. Für jede Klasse, Kann auch man den dann Moonjäger. auch, weil ich habe es mir nicht angeguckt, ich habe es mir erstmal nur kurz angeguckt und habe es wie der Standard-WoW-Spieler alles direkt mal runtergemacht. Ja, weil ich habe keinen. Jetzt kriegen wir nochmal einen Ledertank. Das ist doch langsam nicht Ist mir mehr eigentlich feierbar. relativ. Wenn ich auch ein paar, wenn der halt Platte tragen würde, es würde eigentlich keinen Unterschied machen. Also fürs Gameplay vielleicht, aber ach, lass die doch machen. Generell. Warum noch einen neuen Tank? Der Todesritter war auch schon ein Tank. Warum nicht einen neuen Heiler? Sowas braucht man tatsächlich mal, einen Heiler. Es wie würde aber der zum den. Dämonenjäger nicht passen. Also gar nicht. Doch. Nö. Schon mal Die jeden Elfen Dämon oder heilen die hast du mal. Hexenkristallen irgendwie geheilt oder so. Ach, ich gib's Nee, nee, auf. nee. Von der Lore her macht es null Sinn, wirklich. Gar nicht. Ja. Macht es Und von ich der finde. Lore her Sinn, dass die Dämonen der brennenden Legion übergreifend sind? Nochmal bitte Wasser. Macht es von der Lore her Sinn, dass die Dämonen übergreifend sind? Nein, aber das ist doch bescheuert von Blizzard. Naja, aber ohne das funktioniert doch irgendwie die Erweiterung nicht, weil ich habe es irgendwie so verstanden, dass irgendwas mit Illidan kommt. Und wenn das nicht Guck so dir das Video ist. an, was wir gemacht haben. Genau. Jetzt muss ich erst wieder ewig auf den Upload warten. Illidan ist ein Dämonenjäger, der sowieso nicht sterben kann. Die kann Ja. man immer wieder zusammensetzen aus Einzelteilen. Das Und hat. Das ist. die gute Maiev war so klug und hat seine Seele beibehalten und ihn halt Genau, da gibt gefoltert. es auch noch eine Questreihe in den verwüsteten Landen, wo man Dämonenjäger einfach wieder ganz leicht zusammenfliegt. Also Genau. ist eigentlich recht Da sucht man so spannend. seine Teile, so ein paar Beine, ein paar Arme, ein paar Bandagen und dann ist ein Dämonenjäger daraus entstanden. Toll. Ja. So, genug zu den Artefakten. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt, nämlich die Ja. neue Klasse, den Dämonenjäger, den wir ja schon ein bisschen angesprochen haben. Dann habe ich ja zu den Klassen noch eine Frage. Kann man sich im Prinzip auch alle Waffen holen, indem man einfach einen Skill wieder verlernt? Also. Naja, es pro Dings. Pro Spezialisierung halt eine Waffe. Ah, das heißt zum Beispiel, ich spiele ja zum Beispiel Jäger und das heißt, als Überlebensjäger habe ich da dann zum Beispiel eine Armbrust und wenn ich dann auf Tierherrschaft wechsle, habe ich dann halt ein Gewehr. Genau, zum Beispiel. Ah, okay, gut. Das heißt, die Waffe überträgt sich dann auf den Skill. Genau. Ah, gut. Die neue Klasse, halt Dämonenjäger, können nur Blutelfen und Nachtelfen spielen. Von aus Lore-Sicht macht das sehr, 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 sehr viel ja. Sinn, weil es die einzigen sind, die Dämonenjäger werden können. Es Das gab ist nie halt so. andere Dämonenjäger. Wahrscheinlich. Also, es gibt. Ich glaube auch die anderen würden sehr merkwürdig aussehen, den Taucher-Dämonenjäger. Ja, aber Menschen, also ich habe mir gedacht, nur Nachtelfen und Blutelfen wäre doof. Habe ich mir überlegt, was würde noch so gehen. Und dann war ich halt auch so, Tauren, nee. Goblins, nee. Aber so Menschen und Untote kann ich mir tatsächlich auch noch vorstellen als Dämonenjäger. Vorstellen ja, aber laut Lore halt, vielleicht so haben sie daraus gelernt und gehen jetzt ein bisschen mehr nach Lore. Nach Lore sind halt nur den Strapazen von Dämonenjägern, Blutelfen und Nachtelfen vielleicht durch ihre Magie Beschaffenheit gewachsen. Genau, und es ist auch gut so, dass sie jetzt so vorgehen und nicht. Ich meine, es reicht schon, dass die Guinea-Druiden sein können, auch wenn das. Die haben das Genau, ja oder dann von ein der toter Story Priester. ein. Genau, dass die das einfach noch von der Story irgendwas hinzugedichtet haben, dass das passt. Also von daher, ich bin sehr zufrieden damit. Wobei das mit dem Hinzudichten verstehe ich ja bei manchen Sachen zum Beispiel. Zum Beispiel der Nachtelf Magier ist was, was ich total tolerieren kann, weil. Es gibt auch Nachtelfen-Magier, aber ob sie, man könnte sie trotzdem aus der Gesellschaft der Nachtelfen ausgliedern. Ja, schon, aber halt, die Nachtelfen müssen quasi Magier einfach tolerieren, weil
Es gibt Zwergmagier, es gibt Menschmagier, es gibt Gnomenmagier, es gibt Draenei-Magier und mit Katar kamen dann noch die Worgenmagier. Also. Trotzdem, also. Wenn laut da keine Lore, es ist halt immer so, Gameplay und Lore muss man halt trennen, aber ich finde es gut, wenn sie das Gameplay an die Lore anpassen. Das ist der richtige Weg, finde ich. Ja, genau, deswegen kann ich ja auch teilweise es tolerieren, dass Nachtelfen halt Magier sein können, weil. Also es gab ja die ganze Zeit schon Magier, die haben halt dann nicht in Danassus gewohnt, sondern in Schieß mich tot, Feralas. Ja, und jetzt wollen die halt wieder in die Gesellschaft. Die halt in der Gesellschaft zu sein, also. Und tote Priester sind trotzdem Schrott. Ja, ja, also für den Dämonenjäger gibt es insgesamt halt eben zwei Talentspezialisierungen. Und zwar einmal ein Tankspec, wie halt schon angesprochen, und halt ein Der Didi. Sehr komische Füße hat. Aber es sieht wirklich richtig krass aus, also. Oh ja. Die haben nur zwei Specs. Ich dachte, die hätten noch so ein Dot-Spec. Also. Nö, die haben nur zwei. Nö, also soweit ich weiß, zwei Specs. Und wenn Blizzard das halt so machen möchte, dann ist das auch gut so, finde ich, weil wenn sie so möchten, dann möchten sie es. Was ich auch gut finde, der spielt sich sehr actionlastig. Das heißt, wie sehr mit Doppelsprung, er agiert mit so einem Beam zum Beispiel, der die Gegner angreift, macht sehr viel AEO-Schaden, sehr viel Bewegung kommt ins Gameplay. Schön, wenn mehr solche Klassen rauskommen. Es ist halt nicht einfach Button-Mashing wie bei den meisten WoW-Klassen, sondern wirklich intelligent eine Klasse spielen, die halt intelligent Schaden macht und auch sich im Raid wahrscheinlich schwer positionieren lässt. Aber wenn man, glaube ich, den wirklich meistert, sehr, sehr stark sein kann. Oh, soweit ich es bisher gesehen habe. Es erinnert sehr an Wildstar, die zwei Videos, die ich gesehen habe. Ich werde versuchen, ihn zu meistern. Ich weiß nicht, ob ich es hinbekomme, aber ich werde es versuchen. Und auf jeden Fall wird er am Anfang sehr, sehr OP sein. Ich glaube, es gibt keinen Spieler, der den Dämonenjäger nicht versuchen wird. Also, oh ja. Das ist eigentlich quasi klar. Weil er sieht so aus, kommt mir so wie ein Melee einfach vor und ich mag Melees. Also so ein spezieller Melee. Ich mag Spezialitäten und Melees. Ganz klar. Ich würde jetzt zur Geschichte kommen, oder wollt ihr noch irgendwas zur Gameplay-Methode sagen, zur, wie der Dämonenjäger aussieht und? Nö, wie halt schon gesagt, also Blizzard hat das soweit richtig gut umgesetzt, meiner Meinung nach, und alles Weitere wäre halt eben schwachsinnig gewesen. Also er sieht gut aus, er lässt sich schön dynamisch spielen, ist sehr gut, was sie da gemacht haben. Also wir können jetzt zur Lore kommen. Okay. Und hi. Jedenfalls. Hallo. Und der Magier, der ist jetzt im PvP. Blöder. OP. Ja. Was ist denn? Ja, das habe ich schon gesehen. Der Magier ist im PvP sehr OP. Also sieht sehr nach einer harten Nuss aus, was man so in den PvP-Trees gesehen hat. Und so sieht er doch sehr, sehr stark aus. Also was die da kurz gezeigt haben. Ja. Die Lore der Dämonenjäger. Illidan schickt seine Dämonenjäger auf eine Suizidmission auf eine vergessene und alte Welt. Und zwar schickt er sie kurz bevor die Allianz und Horde den Schwarzen Tempel angreifen, halt auf diese Suizidmission. Diese Suizidmission besteht in irgendeiner Beschaffung eines Artefakts oder keine Ahnung, wurde nicht gesagt. Jedenfalls werden sie auf einen Planeten geschickt, der früher das Gefängnis der Dämonen war, das Sargeras selbst gebaut hat. Dieses Gefängnis beinhaltete halt alle Dämonen, die Sargeras jemals
nicht getötet hat, sondern jemals gefangen genommen hat. Und da er schon irgendwie über ein paar Millionen Jahre durch die Welt reiste, waren das sehr viele. Jedenfalls zerschmetterte er mit ein paar Schlägen, nachdem er wahnsinnig wurde, das Gefängnis und alle Dämonen kamen frei und bildeten die brennende Legion. Nun wird der Spieler als Dämonenjäger im Befehl von Illidan auf diesen Planeten geschickt, um irgendetwas zu beschaffen, irgendetwas zu etablieren, vielleicht einen Außenpost zu bauen. Mir egal. Er wird es... Also das ist jetzt meine freie Interpretation. Möglich, ich denke, dass er 100% das Reliquar der Seelen dazu benutzt hat, sie dorthin zu teleportieren. Vielleicht hat das Reliquar der Seelen deshalb so viel Macht verloren, weil man in der Hexenmeister-Quest-Reihe wurde ja gesagt, dass der Super, dass das Ding ähnlich ist wie das wie der Brunnen der Ewigkeit und hätte die Blutelfen zum Beispiel von der Mannersucht befreit. Und das würde auch erklären, warum Illidan es nicht getan hat, weil er nämlich seine Dämonenjäger damit vielleicht auf andere Welten schicken wollte und vielleicht so tatsächlich die Kontrolle über die brennende Legion bekommen wollte. Oder. Man kann halt nur interpretieren, wenn man das Spiel bereits hat. Aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, weil das würde sehr viel Sinn machen. Dann würde es nämlich erklären, warum er die halt nicht gerettet hat, die Blutelfen, warum er sie nicht von der Mannersucht befreit hat. Und auf jeden Fall wird ja Illidan dann von uns getötet, beziehungsweise von Maiev. Und dann halt wird seine Leiche mitgeschleppt in das Wächtergefängnis. Und möglicherweise kommen dort die Illidari zurück, die Dämonenjäger. Am Ende der Questreihe werden vielleicht ganz knapp von den Dämonen entkommen und sind dann von Wächtern umringt und werden halt von Maiev eingeschlossen. Und dann, wenn halt Gul'dan auf die verlorene Insel kommt und Illidan befreit er möglicherweise auch die anderen Dämonenjäger. Und so startet man vielleicht das Startgebiet. So stelle ich es mir vor. Ja, genau. Auf jeden Fall gibt es halt eben in diesem Add-on endlich mal wieder was, das Sinn macht und das genau. Richtigen Plot hat. Die hat also, sehr, sehr viel Potenzial, die Geschichte. Ja. Also, habt ihr noch so ein allgemeines Fazit, dass ihr das so sagen wolltet? Hat sehr, 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 sehr viel Potenzial. Hört sich sehr, 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 sehr geil an. Aber Blizzard kann alles verkacken. Ja, das haben sie schon leider zur Genüge gezeigt. Ja. Und vor allen Dingen konsequente Geschichtsschreibung, konsequentes Eingreifen in die Lore, konsequente... Ja, Konsequenz. Eigentlich brauchen die nur Konsequenz. Hört nicht auf uns, wir sind scheiße. Ihr schafft das. Ja, genau. Also bei mir auch. Darkest nicht zu viel Story. Auf die Community hören. Ja, es hört sich im Moment halt sehr stark nach Community, genau, nach einem guten Addon an. Und ich hoffe, es bleibt auch so. Und vor allen Dingen, es gibt mal nur einen Ork, der so im Mittelpunkt steht. Und das ist Gul'dan. Und dabei sollte es auch bleiben. Okay. Ein Ork ist immer noch ein Ork zu viel. Deswegen wird auch getötet. Party! Ja, ich würde noch sagen, habe ich gar nicht, also hatte ich vergessen zu erzählen, jede einzelne Klasse wird halt ihr eigenes Lager bekommen. Das habe ich eben schon gesagt. Achso, stimmt, genau. Aber halt der Paladin, die silberne Hand und sehr interessant. Soll halt ein wenig wie die Garnison sein, aber nicht so konsequent, nicht so, als würde man einfach der Führer sein und irgendwo nur in seiner Garnison chillen und irgendwie, nur Befehle geben. Es soll anscheinend so sein, dass man weniger Begleiter hat, die mehr Charakter haben und vor allen Dingen, dass die, wenn man sie auf Mission schickt, dir Quests geben. Das heißt, schickst den und den auf eine Mission und der bringt dir eine Quest an, damit du die Mission vollführst. So wie ich es verstanden habe im Interview. Vielleicht liege ich da auch falsch, aber wenn es so kommt, ist es wirklich besser umgesetzt als die Garnison. Ich würde da auch sagen, weil wir jetzt bei 60 Minuten sind, das war's. Oder habt ihr noch irgendwas zu sagen? Nö, außer vielleicht, dass ich mich ultra auf den Dämonenjäger freue, weil ich das echt interessant klingt. Man ist echt gehypt. Hype. jedenfalls... Ja, freuen wir uns auf das Add-on. Danke, dass ihr dabei wart. Die gute Gilde, kommt alle in die Gilde, sonst schlachte ich euch etwas. und ich das würde tut er wirklich.
Wir sind aber nur freiwillig hier. Wir mussten nur in die Aufnahme, damit YouTube weiß, dass wir aktiv, dass die, diese Gilde. Genau. Moment, ich habe meinen Text nicht. Und ihr seid sehr gerne in der Gilde, habe ich gehört, oder? Ja, lass mich auf. Ja, ich. Du hast mir aber noch ein bisschen Gold versprochen, dass ich in der Gilde. Wir sehen uns dann in einem nächsten Tag. Nee, nee, nee. Beste!